scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Wir kommen weiter, wir gehen weiter zur nächsten Impulsgeberin und sie ist so eine sympathische Frau. Ich liebe sie. Ihr Name ist Shirin Zaran und ihre Mission ist es, Selbstständigen und Unternehmern zu zeigen, wie sie ihr Business so aufsetzen können, dass es ihnen das Leben ihrer Träume ermöglicht. Durch ihr empathisches Wesen und ihr analytisches Denken entdeckt sie ungenutzte Potenziale und entwickelt mit ihren Kunden umsetzbare Strategien, Konzepte und kreative Lösungsansätze, die zum unternehmerischen und persönlichen Erfolg führen. Die Vision ihrer Kunden ist ihre Mission und der Erfolg ihrer Kunden das gemeinsame Ziel. Ihr Thema heute: Wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Das lässt sich auf jeden Bereich des Lebens übertragen. Es ist besser, mit kleinen Schritten das Ziel zu erreichen, als sich mit einem großen Sprung zu übernehmen, die Orientierung zu verlieren und im Endeffekt nichts erreicht zu haben. Viel wichtiger ist es, dass man konstant an der Erreichung der gesteckten Ziele arbeitet. Liebe Shirin, die Bühne und das Mikrofon gehören dir. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, liebe Martina, für die super, super nette Vorstellung. Dankeschön. Ja, wie isst man einen Elefanten? Jeder kennt ja bestimmt dieses Spiel, wenn man einem Kind sagt, denk jetzt nicht an einen pinken Elefanten. Woran denkt man? Es funktioniert auch bei uns Erwachsenen noch, an einen pinken Elefanten. Und genauso ist es auch mit den Zielen, die man sich selber steckt. Wenn man sich sagt, ich darf nicht an den pinken Elefanten denken, und dieser pinke Elefant irgendetwas Negatives für einen ist, dann hat man immer diese Negativität im Kopf. Und die zieht uns leider runter. Das ist also der erste Schritt, den man nehmen muss, um einen Elefanten Stück für Stück zu essen, ist, ins positive Denken zu kommen. Das heißt, wir müssen unsere Ziele so formulieren, wie wir sie erreichen wollen. Keine Verneinungen, keine komplizierten Aufstellungen, sondern das ist mein Ziel und so will ich es erreichen. Sagen wir mal, wir wollen ein Unternehmen gründen oder unser Unternehmen wieder erfolgreich machen, denn vielleicht hat uns die Pandemie aus der Bahn geworfen, vielleicht waren es andere äußere Umstände, vielleicht ist es uns aber auch einfach alles nur zu viel geworden. Was auch immer es ist, wir müssen uns erstmal ein Ziel setzen. Sobald wir dieses Ziel haben, haben wir unseren großen Elefanten, der so mächtig vor uns steht, wie ein Berg, den wir erklimmen müssen. Was machen wir jetzt also, um erstmal rausfinden zu können, wie wir diesen Elefanten essen können? Na gut, wir haben jetzt das große Ziel. Stellen wir uns einfach mal vor, dass unser Leben ein großes weißes Blatt Papier ist. Schreiben wir dieses große Ziel doch mal auf die rechte Seite dieses großen Blattes Papier. Wir selbst sind auf der linken Seite und stehen da und schauen diesen großen Berg an, dieses große Ziel, das wir erreichen wollen, dieser große Elefant. Als erstes überlegen wir uns am besten, welche Schritte wir denn überhaupt unternehmen müssen, um diesen Elefanten in Stücke teilen zu können, um diesen großen Berg erreichen zu können. Und umso kleiner die Schritte sind, die wir uns aufsetzen, um unser Ziel zu erreichen, umso einfacher ist es, den Berg zu erklimmen, den Elefanten in Stücken zu verschlingen oder auch einfach nur zu genießen. Im Endeffekt ist es doch viel wichtiger, dass wir den Weg genießen und mit Freude unseren Weg gehen, als einfach nur das Ziel zu erreichen, ohne dabei gelebt zu haben. Denn viele vergessen auf ihrem Weg, was eigentlich Leben bedeutet. Sie blenden alles aus und glauben, dass sie glücklich sind, sobald sie dieses Ziel erreicht haben, diesen Berg erklommen haben, diesen Elefanten erlegt haben. Doch das Problem ist doch eigentlich, dass wir während der Zeit, während wir diesen Weg gehen, vergessen, was uns eigentlich wirklich glücklich macht, was uns Freude macht. Und vielleicht verändert sich dieser Elefant auch. Vielleicht war er am Anfang mal babyblau, pink, rot, grün, eigentlich egal. Vielleicht ist der Elefant heute pink gestreift. Und im Endeffekt ist es egal, solange wir auch auf unserem Weg lernen, das Leben zu genießen und den Fokus für unser großes Ziel aber dennoch nicht aus den Augen verlieren.
Meine Oma war mit mir mal spazieren im Wald und meinte, Kind, wenn ich dich jetzt alleine weiterlaufen lasse, kommst du nach Hause? Ich sage, Oma, nein, 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 du kannst mich nicht alleine hier im Wald stehen lassen. Ich finde nie wieder nach Hause. Okay. Wohnen wir im Tal oder wohnen wir auf dem Berg? Ja, im Tal, wir wohnen im Tal. Okay. Da ist ein Fluss. In welche Richtung musst du laufen? Hoch oder runter? Ja, Wasser fließt einen Berg runter, dann muss ich runterlaufen. Genau, du folgst immer dem Fluss, um nach Hause zu kommen. Außer du ziehst irgendwann mal oben auf den Berg, dann musst du den Fluss hochwärts laufen. Und dieses Bild ist mir für immer in Erinnerung geblieben und ich war damals noch wirklich klein, ich war noch nicht mal in der Schule. Wir müssen wissen, wo unser Ziel ist, wo unser Elefant steht. Steht er unten im Tal, dann folgen wir dem Fluss runter. Steht er oben auf dem Berg, dann laufen wir entgegen der Strömungsrichtung. Hauptsache, wir finden unseren Weg und gehen mit dem Fluss des Wassers. In Indonesien wurde mir gesagt, dass unser Leben wie Wellen sind. Wir werden von einem Strand zum anderen gespült und dort warten Aufgaben auf uns. Wenn wir an den richtigen Strand gespült werden, dann finden wir Erfüllung. Wir sind glücklich auf unserem Weg, weil wir mit den Wellen reiten, weil wir in unserem eigenen Fluss bleiben. Arbeiten wir entgegen dieser Richtung und paddeln und schwimmen und strampeln zum falschen Strand, dann ist das Leben anstrengend und schwierig und kompliziert und es ist unheimlich kraftraubend, da anzukommen, wo wir eigentlich hinkommen müssen. Deshalb geht immer mit den Wellen, schwimmt auf den Wellen, surft auf den Wellen und genießt den Weg. Das Universum und das Schicksal bringt uns alle an die Strände, an die wir müssen, um unsere Aufgaben erledigen zu können und das Leben genießen zu können. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Shirin Zaran und ja, genießt die Wellen. Danke, danke. Dann starten wir. Herzlich willkommen zu den Impulse Tag X. Einmal im Monat finden die live statt und selbstverständlich könnt ihr euch später immer wieder die Impulse der einzelnen Impulsgeberinnen und Impulsgeber auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Heute ist das Thema kleine Schritte. Kleine Schritte führen sicher zum Erfolg und ich freue mich riesig heute einfach wieder auf unsere Impulsgeberinnen und Impulsgeber. Wir starten mal sehr, sehr, sehr gut. Eine wunderbare Inspiration und ich weiß, lieber Jean-Marie, du bist auch ein sehr, sehr guter Begleiter. Und diese einzelnen Schritte, die du uns jetzt gezeigt hast, da ist es so wichtig, dass wir jemanden an unserer Seite haben. Jemand Professionelles wie dich oder eben, wie du schon gesagt hast, dass wir uns einen Sparingspartner wählen in der Familie oder eine Freundin oder einen sehr guten Freund, der uns an unsere Ziele und die einzelnen Schritte erinnert, sodass wir committed sind, damit wir ein Commitment haben. Also Dankeschön und bitte, liebe Zuschauer, notiert euch auch Fragen, die wir dann am Ende, wenn alle Impulsgeberinnen und Impulsgeber gesprochen haben, sehr gerne noch beantworten und notiert euch auch die Kontaktdaten von Jean-Marie, denn er hat uns angeboten, ein kostenfreies Erstgespräch. Also nutzt es bitte auch. Im Chat ist es schon meine E-Mail eingeschrieben. Danke. Sehr, sehr gut. Super. Dankeschön, Jean-Marie, dass du uns bei jeden Impulstagen hier begleitest mit deinen wertvollen Impulsen. Also nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Danielle, auch für deine PowerPoint-Präsentation, sodass wir auch gleich die Bilder hatten von den geometrischen Figuren vom Würfel und den Seiten der Pyramiden, also dein Pyramidenkompass. Wir freuen uns, dass wir das YouTube nochmal bekommen und es hinterher nochmal anschauen können. Und du hast auch gesagt, die Berge erklimmen und Berge erklimmen leicht gemacht. Das ist das Thema jetzt von dem nächsten Impulsgeber. Und er ist nicht nur unser nächster Impulsgeber, sondern er ist auch unser Initiator der Impulse Tag X. Und sein Name ist Ovidio Bretan. Und er ist Impulsgeber, nicht nur für die Impulse Tag X, sondern für Gesundheit, Geld und Glück. Nach über 4 Jahrzehnten Erfahrung als Vertriebsleiter, Geschäftsführer und Inhaber in mehreren Unternehmen ist er seit einigen Jahren Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück und begleitet Menschen, die einen Fokus
auf diese Elemente setzen und die Wege in der individuellen Umsetzung suchen. Ihre körperliche und geistige Gesundheit optimiert und begleitet mit einem Zusatzverdienst sind die Schritte zum Glück. Motto und sein Motto ist, wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von allein. Sein Thema heute, Berge erklimmen leicht gemacht. Wir können von den Schritten des Bergsteigers viel lernen. Wir haben nicht die gewünschte Kraft, mit großen Schritten hochzukommen und wir werden uns verletzen und unsere Kniegelenke überanstrengen, wenn wir in großen Schritten hinuntergehen oder laufen. Lieber Ovidio, die Bühne gehört dir und das Mikrofon auch und wir freuen uns sehr auf deinen heutigen Impuls. Danke, danke, danke. Kleine, sichere Schritte führen zum Erfolg. Unsere Impulse Tag X heißen heute, kleine Schritte führen sicher zum Erfolg. Jetzt haben wir nochmal eine andere Perspektive. Wenn wir sichere Schritte haben auf dem Weg zum Gipfel, dann führt es zum Erfolg. Und vor allen Dingen, dass wir niemals aufgeben und einfach weitergehen und genau wie Ovidio immer wieder sagt, wenn das Warum groß genug ist, dann ist die Motivation auch von innen heraus groß genug. Und danke, danke, danke. Und du lebst ja auch ganz nah bei den Wellen und du kannst sie genießen. Und wir danken dir sehr auch für die Geschichte mit deiner Oma, die dir Fragen gestellt hat und die dich an dein Ziel erinnert hat und dir Impulse gegeben hat, wie du dich an dein Ziel, wieder nach Hause zu kommen, gezeigt hat, wie sie hat dich begleitet. Und das ist genau das, was wir hier machen. Wir geben nicht einfach nur Impulse, sondern wir geben die nächsten Schritte. Wir sind Begleiter, wir sind Coaches, wir sind Trainer. Und liebe Zuschauer, nutzt diese Gelegenheit und kontaktiert hier die Trainer, die Coaches. Stellt eure Fragen hier auch bitte in den Chat. Wir haben die Möglichkeit, hier ganz zum Schluss noch individuelle Fragen zu beantworten. Ein paar Fragen habe ich schon bekommen. Und ja, ich habe auch ein bisschen was vorbereitet für euch, denn wir genießen die Wellen, ja, wir genießen die Wellen. Und wie sieht es manchmal aus, wenn ich in meinem Leben zurückschaue, wie viele, ich habe dann einen Spruch gehabt, vorwärts ist vorwärts. Denn wenn ich dann zurückschaue jetzt, in 20 Jahren, was habe ich erreicht? Von der größten Angst, auf der Bühne zu stehen, von dem Mikrofon in der Hand halten und kein Wort rauszubringen. Und dann habe ich einen befreundeten Künstler und der hat mir etwas gezeichnet. Das halte ich euch hier mal in die Kamera. Und da seht ihr schon, das ist eine Nachahmung von einem anderen berühmten Bild. Und ihr seht den Weg, ja, den Weg, den wir haben bis ganz hinten zu unseren Zielen. Und was kann uns da alles im Weg stehen? Und die stellen sich sogar auf den Weg, ja. Ihr seht diese Freunde. Jean-Marie hat es gesagt, natürlich gibt es Freunde, die glauben an uns, die begleiten uns und die erinnern uns auch. Und es gibt auch Freunde, die sind neidisch, ja. Die wollen nicht, dass wir unsere großen Ziele erreichen, denn sie sind lieber bequem und auf der Couch und schauen Fernsehen und lernen nicht so viel wie wir und nehmen nicht an solchen Impulsetag X teil. Dann haben wir die Verwandten und die Pessimisten, die immer uns alles ausreden wollen, die sagen, ja, das kannst du doch nicht schaffen. Und natürlich gibt es auch unsere eigenen Gefühle von Schuld und Scham. Und dann gibt es die, die uns da auch in den Weg noch stellen, das kann ich doch nicht machen. Und natürlich Glaubenssätze, dass wir nicht gut genug sind. Und dann schaut mal hier, wie die Ängste gezeichnet sind. Ja? Also richtig so schlangenhaft und sie lauern da und kommen immer wieder aus dem Unbewussten hervor und wollen uns eben von unserem Ziel, was da hinten als unser Herzenswunsch eben abgebildet ist, wollen sie uns abhalten. Und dann ganz zum Schluss kommt noch die Gesellschaft, ja. Und da ist es so wichtig, dass wir jemanden haben, dass wir hier diesen Weg eben nicht alleine gehen. Dass wir zum einen, wie Jean-Marie ganz am Anfang gesagt hat, dass wir unsere Ziele eben definieren, dass wir sie aufschreiben, dass wir uns daran erinnern, dass wir sie
ja, alleine durch diese Magie der Schriftlichkeit und dass wir auf diesem Weg bleiben, dafür gibt es eben in der Branche hier einfach genügend Unterstützung und professionelle Begleitung, dass dieses Ziel hier oben auch ein Ziel ist, diese Berufung, von der Danielle eben spricht, dass es ein Ruf ist, dass wir diesen Ruf hören zur Berufung. Und wenn uns das alles gelingt noch, wie Shirin sagt, auf den Wellen zu reiten und das mit Freude und natürlich auch vielleicht mal mit einem Schritt zurück und dann wieder zwei Schritte vor. Also das ist mein Impuls für euch heute als Trainerin für Transformation und Kommunikation, dass wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, dass wir auf jeden Fall mindestens zwei wieder vorwärts gehen. Und das sind die kleinen, sicheren Schritte zum Erfolg.